Hallo? Hallo? Ich will ja nichts sagen, aber kann mir mal bitte einer helfen? Irgendwie habe ich mich verlaufen und so. Bitte Fuhr? Ich hab dir doch gesagt, du sollst dich durch die Pakete streifen. Ja, ja. Ist ja gut. Ich höre das nächste Mal auf dich. Ja, will ich auch hoffen. Okay, gut, dann hol mich jetzt bitte hier raus. Ja, Moment, ich komme irgendwie rüber. Wo geht's hier lang? Ich habe auch keine Ahnung. Hilfe! Hi und herzlich willkommen auf die Meris, dem süßesten und knuffigsten Meerschweinchen-Kanal auf ganz YouTube. Das hier vorne ist die Sarah. Und hier haben wir Lucy. Genau, das ist meine Freundin, das ist meine Schwester, sollte langsam bekannt sein. Und wir packen jetzt aus, während die Kackbratzen sich durchfressen, vor allen Dingen du, kleine süße Oma, nehmen wir uns das alles vor. Schmeckt euch das? Das gefällt mir gut, weil das habt ihr nämlich von Fans bekommen auf dem Asiafest. Die waren ganz lieb und nett. Falls ihr uns aus irgendeinem unerfindlichen Grund noch mehr Pakete schicken wollt, dann könnt ihr das hier hin tun. Guten Hunger und wir packen aus, denn es wird präsentiert von Adriana G. aus Mannheim. Und deins? Mona K. aus Oberhausen. Nom 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 nom. Oh. Was haben wir denn da? Hallo, ich heiße Adriana und ich komme aus El Salvador. Mittelamerika. Seit 7 Jahren wohne ich in Deutschland und vor kurz habe ich deinen YouTube-Kanal gefunden. Es macht mir viel Spaß, deine Meerschweinchen zu sehen. Ich habe 2 Meerschweinchen. Sie heißen Pancho und Juan. Liebe Meris, ich finde euren Kanal echt cool. Ich besitze selbst 6 Meris und kenne mich auch schon ein bisschen aus. Ich hoffe, dass den Meris die Sachen schmecken. Bleibt so, wie ihr seid, eure Mona. PS, mein Lieblingsmeri ist Semmel. Oh Gott, eine Transportbox? Ja. Oh, guck mal, wie groß die ist. Immer wenn man denkt, ja, man könnte nicht überrascht werden, dann kommt ihr wieder und überrascht einen. Das ist unbeschreiblich. Weil unsere ist nämlich schon echt alt, ein bisschen kleiner und schon ganz schön durchgenagt. Dann können wir die mal austauschen. Jetzt haben wir eine, wo sogar Pumpkin reinpasst. Pumpkin so, ja, hier, leck mich doch am Popo. Das geht nicht mit mir, ne? Einmal Christmas Woody's Nipples. Keine Ahnung, da werde ich gleich mal gucken, was das genau Small ist. Small Animals, okay. Oh. Sehr interessant. Ja, hier auch nochmal mit Karotten. Hammer. Und Block und Stift und... Oh Gott, dann haben wir hier irgendwie noch irgendwie was anderes. Oh Gott, das ist alles auf Englisch. Ich muss erstmal. So, was hast du? Melisse und Pfefferminzwiese. Ui. Geh mal direkt her. Das können wir auch. Eigentlich können wir das direkt verfüttern. Möchtest du das haben, Möbel? Wäre dir das sehr recht? Du riechst das durch die Verpackung, kann das sein? Und hier geht immer noch die Schlacht um die Gurke. Wie viel ist noch übrig? Na, da ist noch einiges von übrig. Guten Hunger. Was hast du noch? Sag es mir. Herzchen einmal. Ah, von der JR Farm. Es heißt übrigens nicht Junior Farm, wie wir damals gedacht haben, sondern JR Farm, wegen dem Gründer. Genau, das ist nämlich eine Abkürzung und nicht, wie wir gedacht haben, Junior. Dann habe ich noch Natursnack Löwenzahn. Auch gut. Aha. Oh, das riecht sowas von nach Pfefferminztee. Haut mal rein, gib mir den Kopf weg. Da. Guten Hunger. Dann haben wir hier noch Rosenherzchen und noch mehr Haferecken. Und was für Muffin, würde ich sagen? Dreamies. Dann haben wir hier noch ein Fruchtkörbchen und ein Semmel. Der ist geflüchtet. Ich musste ihn wieder einfangen. Was machst du hier drin? Ein kleines, fettes Etwas. Du bist so eine Wuchtbrumme geworden. Yay! Und ein Napf. Ein Näpfchen. Ein Napf. Die können wir immer gut gebrauchen. Und noch ein Dickmacher. Oreo-Schokolade. Für uns! Yay! Vielen Dank und weiter geht's. Die hier sehen auch schon sehr begeistert aus. Die wissen nicht, was sie als erstes essen sollen. Und Banana Crumble stürzt Semmel vom Tisch. Ich habe das genau gesehen. Was? Nein, das habe ich nicht gemacht. Das würde ich nie tun. Hast du gesehen? Sie hat dich vom Tisch gestoßen. Was ist los, Pumpkin? Alles gut? Das große Essen gibt's hier vorne, ne? Ja, du kannst doch... Ess hier alles weg. Das passt. Da muss ich hinterher nicht sauber machen. Genau, Oma, klau dir das. Das ist in Ordnung. Alles dein. Stemmel ist im Fluchtmodus. Der hat heute keinen Bock mehr. Ja, dann wir wollen ja auch keine Meerschweinchen zurückhalten. Du bist frei. Du darfst jetzt nach Hause rennen. Los, gönn dir. Ich habe einmal das große Paket genommen. Das ist von der MG aus Zechna. Und hier haben wir etwas ganz Besonderes. Ich habe ein Paket, das wir auf dem Asiafest bekommen haben. Das heißt, wir wissen nicht, was drin ist und wir wissen leider den Namen auch nicht. Genau, und es ist wohl für alle Kanäle übergreifend in dem Sinne. Ich bin ja gespannt. Das da ist schon sehr schwer. Nee.
Brief. Ein Brief. Hier ist Adresse drauf. Nicht zeigen. Lieber Chan, liebes Meriti, mein Sohn, 10 Jahre alt. Oh, hallo Mutter. Ist Fan von euren YouTube-Channel. Deswegen schicke ich euch ein Haus für Castiel und Futter und Spielzeug für die Meerschweinchen. Er hat auch selber 2 Meerschweinchen. Diese heißen Spike und Angel. Ah, da grinst Sarah schon, ne? Liebe Grüße, eure Michaela. Das hier ist Angel und das ist Spike. Da guckt jemand sehr gerne Supernatural oder Buffy? Buffy. Buffy, es tut mir so leid. Und einmal eine Müffelstückzeichnung. Und ganz viel Buffelzeug. Oh, guck mal. Oh. Das ist cool. Ich liebe diese Holzart bei Häusern, auch bei unseren anderen Meerschweinchen. Finde ich super. Ich würde ja sagen, hier kannst du reingehen, aber da bist du eindeutig zu klein für. Oh Gott, Hilfe. Toblerone, du wirst angegriffen von Spike. Ja, das Paket ist ein Dankeschön für viele, viele Jahre Spaß und Freude mit Epwar, den Meris, Chan und so, Tense Makes Sense, Master Jam und was ihr noch alles gemacht habt. Vielen Dank, du darfst das jetzt auspacken und ich packe das jetzt aus. Wir haben ein Fitness-Football. Das habe ich noch nie gesehen, ohne Scherz. Heute ist Tag der neuen Sachen. Jelly Bellies, einmal Cocktail Classics und Ice Cream Mix. Auch noch nice, da kann ich mich besaufen mit, oder wie? Guten Hunger! Ah ne, den müsst ihr euch jetzt da hindern, den könnt ihr durch die Gegend schubsen wahrscheinlich. Muffin! Und Mini-Sticks. Muffin wird sich freuen. Oh, von der JR Farm, was Wellness ja nicht Gemüse. Junior Farm ist. Wellness-Gemüse. Ja. Ich habe hier einen Crunchy Tasty Cup mit ganz viel Zeug. Guckt euch das an. Da können sie sich durchfressen. Jetzt krieg ich wieder Hunger. Ich habe hier noch Knabberbällchen und einen Heutunnel in Klein. Ah, Heutunnel gehen immer. Oh mein Gott! Es ist ein, oh, es ist ein Chinchan! Wie geil ist das denn? Oh mein Gott! Ein Chinchan! Deshalb hat sie gesagt, du wirst dich auf jeden Fall freuen, weil du das noch nicht hast! Ich bin absoluter Chinchan-Fan und in Deutschland gibt es ja quasi überhaupt nichts davon. Ich liebe Chinchan! Deshalb, ich tanze Po Boogie Boogie, denn der macht mich froh Boogie Boogie und der geht so Boogie Boogie. Hey, Schnalle, alles klar? Münchner Isa Kiesel, ein Glas voller Steine. Also ich weiß jetzt, was sie gemeint hat mit ganz vielen Anhängern. Also es ist wahrscheinlich Plastik und das sind kleine Äpfel. Die sind cool. Ah, es sind ganz viele. Dann können wir die aufteilen. Dann haben wir noch Gänseblümchen, Kornblume. Genau, also falls ihr mal Knabberstangen füttern wollt. Wir haben eigentlich keine Bedenken bei Grainless von Farmies. Ne? Aber denkt dran, nicht zu oft. Seidenraupen noch für Cass. Ew. Wenn Cass das halt mag. Aber ew. Und ein Kuschelschloss. Wenn ich ihm das oben drüber hänge, dann ist der sowas von schnell weg. Merkt ihr, nee. Und dann ist er weg. Mehr Toblerone und mehr Tic Tacs. Habe ich schon erwähnt, dass ich Tic Tacs mag? Tic Tacs sind toll. Am besten sind die Melonen. Jetzt hast du Minions gegessen. Nein, ich habe Homer Simpsons gegessen. So. Donut Flavor. Blueberry und Bascola. Das ist Fitness. Jetzt musst du mal ein bisschen was tun, um da ranzukommen. Nom. Schubs. Ja, Pumpkin, genau. Schubs einfach ins Salt weg. Kannst du bitte jetzt aufhören, versuchen Semmel abzureißen? Das wäre sehr nett, genau. Leg dich hin und gut ist. Und wir Chinchan jetzt, packen jetzt weiter aus. Von wem sind denn eure Pakete? Erstmal vorlesen hier, ne? Von Chiara V und Nathalie B aus Neu-Wulmstorf. Okay, Orte, von denen ich noch nie was gehört habe. Und du? Emma G aus Laichingen. Cool. Hier, guck mal, ich habe einen Chinchan bekommen, Banana Crumble. Das finde ich so cool, wa? Hi. Ich hab's gesehen. Was hast du gegen Semmel? Bleib von meinem Chinchan, ich sag's dir. Wir haben einmal Cat Sticks. Yay. Und einmal Heublumensticks. Oh. Yay. Oh, das ist cool. Und Löwenzahn und Ringelblumen. Oh, gut, das lieben sie, das lieben sie. Ja, Löwenzahn und Ringelblumen ist irgendwie das Nonplusultra. Da kloppen die sich drum, ja, oder? Absolut. Genau. Wir tun das hin. Und alle stürmen drauf los und können sich darum nur genau, und können schon nicht mehr sprechen, genau. Liebe Miris, lieber Chan, liebe Sarah und so weiter. Ich liebe euren Kanal und habe selbst 2 Meerlis namens Schoko und Chipsy. Was denn hier? Okay. Ein Knabberstick. Ah, das sind wieder diese Dinger. Jetzt musst du arbeiten für dein Futter und es wehrt sich, weil es hin und her pendelt. Kräuterstoff. Genau, Kräuterstoff. Da steht halt nichts drauf. Und damit wir nicht mehr so aus dem Hals stinken, extra Official Kaugummi. Was wir eh nicht tun, denn Mundpflege ist wichtig. Genau. Da putzt euch die Zähne. Yay. Hier ist alles im Chill-Modus. Das sieht sehr okay aus. Und in dem Sinne, bevor es uns auch zu warm wird, vergesst nicht, Daumen rauf.
drauf, abonnieren und ich würde sagen, guckt noch die Playlist durch und das war's von Sarah, von Lucy. Folgt uns gerne noch auf Instagram, Twitter und Facebook. Alle wichtigen Links sind dazu unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, man hört und stört sich. Ah, wunderbar. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ah!